Oh. Stardew Valley funktioniert nicht mehr. Like some rebels. Der Nachteil ist halt jetzt, dass der ganze Blut. Also, wir sind jetzt bei der Stand Anfang des Tages. Genau, ja. Ja. Favorit. Was muss ich da machen? Eingeben. Nix. Dein Hobby. Was du am liebsten machst. Stimmt, ich hab das Ding ja auf Deutsch. Kannst du mal einen Blumenkohl in eine Kiste packen? Natürlich. Den gleich mach ich lieber gleich. Zentrum ins Package packen kann. Die reicht der normale, oder? Ja, ja. Okay, weil ich habe einen silbernen und einen goldenen. Geil. Also ich bin jetzt auf der Map. Hey, das ist ja wie Pokémon. Und ja, oder Final Fantasy und Zelda. Genau, Nico? Wo ist ja. Nico? Wer ist Nico? Ja, wäre noch gut, wenn man Nameplates hätte über den Charles, ne? Ja, Mann. Ich glaube, er ist hier. Den Blumenkohl hast du geholt? Ja, hier ist er. Ja, hab ich. Okay, weil dann verkaufe ich ihn rasch. Mich erkennt man ja. Ich hab die Sneaker und den Strohhut. Bring gleich weit, sorry. Jetzt, ja. Mich kannst du mal die Samen mitnehmen? Der, das Geschenk. Rechtsklick auf die Samen. Ah, okay. So, und dann gehen wir beide mal gemeinsam in die Stadt. Siehst hier unsere Farm. Wir holen jetzt erstmal einen größeren Rucksack. Mit E öffnest du deinen Inventar. Wer ist das? Ecke. Erstmal schön den Scheitel gerade ziehen. Ja. Ich hab da eine messerscharfe Axt. Ach, Mittwoch-Ruhetag, ernsthaft? Oh shit, ist halt Mittwoch. Ja. Okay, kein Rucksack für dich. Alles gut. Aber hier musst du erstmal schnell die Musik leiser machen. Trololo, trololo. Haben wir eigentlich noch eine einfache Angel in unserer Kiste? Yep. Ja. Aber da muss er ja nur unten an den Strand gehen, dann müsste er kriegen. Kann ich auch einfach unsere Angel aus der Kiste nehmen und kann ich mit ihm schon mal ein bisschen angeln gehen. Ja? Wenn er unten an den Strand geht, dann kriegt er ja sowieso eine. Müsste ja zumindest. Er soll mal schauen, ob noch Briefe im Briefkasten sind. Für ihn oder so. Soll ich Melone und Blumenkohl gleich anbauen? Jo, hau rein. Jeden. Nein, Melone. Wat? Melone nicht. Melone ist Sommer. Und hau den Dünger erst auf das Zeug. Dann haben wir eine höhere Chance, dass es silberne und goldene werden. Und das gibt dann richtigen Los. Alles klar. Wo ist Nico jetzt hin? Bin da bei dem Typ da dran. Achso, er labert schon mit dir. Ja. Alles klar. Hallo? Ah. Habe ich aus Versehen einen Blumenkohl gekillt. Was? Dünger. Rechts in der Kiste. Rechts. So viel ich mich erinnern kann, außer jemand hat umsortiert. Der Punkt ist halt, Nico, was ich halt hier sehr interessant finde, du kannst halt wirklich verschiedenste Berufe erlernen. Ja, alles was du machst, steigert in irgendeiner Form das Level. Wir können jetzt zum Beispiel uns einfach hier hinstellen und angeln. Und mit jedem Fisch, den du rausziehst, steigerst du halt diesen Skill. Haben wir schon abgegeben, okay, passt. Hörst du einen kurzen Sound und ein Ausrufezeichen neben deinem Kopf? Wenn du das hörst, dann drück die linke Maustaste.
Wo muss das Ausrufezeichen sein? Neben deinem Kopf. Ah, okay. Ups, das war zu viel. Halb so wild. Schau mal, ich bin jetzt fast überall durch und hab 31 Stück Beeren gesammelt. Nice, okay. Dann ist Kochen erstmal noch nicht so wichtig. Na, überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe nicht ein einziges Mal gekocht in meinem längsten Spiel. Oh, ich würde irgendwie fange ich da nichts. Er muss neben dem Kopf sein oder über dem Kopf. Du hörst auf jeden Fall, ja, in der Nähe von deinem Kopf. Das ist ein gelbes Ausrufezeichen, das ist schwer zum Übersehen. Ja, aber wenn ich dann... Du hörst da halt auch einen entsprechenden Sound, so ein... Ja, aber wenn das kommt und ich drück dann auf die linke Maustaste, dann... Dann ja, warte, nee. Dann warte einen ganz kurzen Augenblick, so wirklich bis der Sound zu Ende ist. Nee, der Sound kommt auch zwischendurch mal als Art Fehlalarm. Du musst wirklich auf das Ausrufezeichen warten. Da dazu tonnenweise Beeren. Schau dir das an. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt auch noch kurz angeln, die 6 Stunden. 56 Beeren haben wir jetzt. Das haut doch hin. Lachsbeere? Ja. Ja, habe auch noch schnell 2 mitgenommen. Ach du Scheiße, ich habe keine Energie mehr. Oh. Seegras, Seetang muss ich noch an jemanden liefern. Haben wir hier noch? Ja, haben wir noch. Ja, so viel wie ich gesammelt habe auf jeden Fall. Ja, da wird doch noch öfter was dazukommen, denke ich mal. Jane, wer ist denn der Typ nochmal? Das ist der, der im Joja-Markt arbeitet, glaube ich. Ja. Ach, da ist er. Shane, ich habe hier was für dich. Hallo. Habe ich das eigentlich schon? Eine Person fehlt mir noch. Warte mal, wer ist denn das? Ach, die Grünhaarige. Oh. Wo ist die olle Grünhaarige? Wo wohnt die? Ich weiß es nicht. Oh, es ist ja Mittwoch. Ich muss kurz die Kochsendung schauen. Radieschensalat. Ja, wenn du es am Mittwoch mal verpasst, dann Sonntag ist die Wiederholung davon. Nee, andersrum. Mittwoch ist die Wiederholung. Erster Fisch. Ach schon? Eine Sardine, 3 cm, läuft. Ja, fängt mal klein an. Kann ich dir da einen 97 cm Hering rausziehen? Wo ist Schmeichel? Ich brauch kurz neue Energie. Wenn du M drückst, kannst du die Map aufmachen und da siehst du die Icons. Nur halt leider ohne Name. Komm einfach mal zurück zur Farm. Ja, bis spätestens 2 Uhr nachts muss man daheim sein, sonst fällt man um. Einfach ins Bett gehen. Schädigen. Dann startet der nächste Tag. Ah, sehr schön. Macht's nicht so knapp. Ich hab mein Zeug halt jetzt noch schnell verkauft. Alter, schau dir das an. 1500. Hat sich gelohnt. 262 für einen goldenen. Sehr, sehr schön. Ja, der hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ich habe jetzt meine Hofarbeit auch hochgelevelt. Nice.
Muss ich eine Vogelscheuche bauen? Yay. Irgendeiner muss noch bestätigen. Da. Ein Brief. Ah, die Hutmaus so, ist da. Nico, genau. Du siehst hier vorne drei Kisten. Hey, cool. 500. Ja. Ja, da packen wir im Endeffekt alle Ressourcen rein. Du siehst, das ist schon so ein bisschen vorsortiert. Darf ich wieder sammeln? Ja, sammeln noch die letzten paar. Ansonsten früh morgens als allererstes immer die Pflanzen gießen mit einer Gießkanne. Außer es regnet? Außer es regnet, genau. Das ist somit das Erste, was wir machen müssen. Kleiner Tipp, komm mal kurz hierher. Stell dich mal hier hin. Hier, wo ich jetzt gerade stehe. Noch ein Stückchen nach rechts. Und jetzt kannst du alle neuen Felder. Einfach mit dem Mauszeiger. Das hat er nur durch eine Pastinake. Ja. Hier mit drin. Brauchst dich halt nicht bewegen, ja. Siehst du. Blumenkohl kann ich wieder verkaufen. Ja. Okay. Pastinake. Wasser füllst du im Tümpel nach. Perfekt. Einmal reicht. Bierschlund, ohne Scheiß. Oh, 500 Goldstücke. Ja. Yep. Mutti war das, glaube ich. 7004, alter Schwede. Okay. Okay. Zeig ja, das geht drastisch nach oben. Kann ich die essen? Brauchst du noch nicht. Also ja, kannst du später essen, geben dir Energie und Gesundheit. So, jetzt komm mal mit, jetzt holen wir dir erstmal deinen Rucksack. Jetzt könnt ihr Rucksack kaufen. Dann verdoppeln wir im Endeffekt deine Inventargröße von einer Leiste auf zwei. Ah. Dann gibt's noch den nächsten Rucksack für 4000, glaube ich? 10.000 kostet der. Ah, okay. Dann brauchen wir 40.000 für alle vier. Läuft. Ah, wir müssen noch 20 Minuten warten. Keine Scheiße. Ansonsten hast du ja auch ab und zu mal so ein Auftragsbrett. Ja, einfach mal immer dran schauen und nachfragen, ob wir die Ressourcen haben, die da verlangt werden. Dann kannst du so einen Auftrag annehmen, weil die sind für alle unterschiedlich. Einfach annehmen. Wenn man es hat, dann hat man es, gibt man es ab. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Man hat keine Nachteile dadurch. Das finde ich gut. Mhm. Oh ja, Schmeil, komm mal. Sofort. Kannst mal hier ins Hauptgebäude kommen, in das Zentrum, was man... Ins Gemeindezentrum? Ja, ausbauen kann. Mhm. Rechts beim Aquarium gibt es die Fischbundles, die man erfüllen kann. Backpack okay. Upgrade, oder? Ja, ja. Das für 2000. Genau. Dann hast du jetzt doppelt so viele Plätze. Das ist übrigens auch der Typ, der uns die ganzen Samen und sowas verkauft, damit wir halt anbauen okay. können. Ja, doch noch andere Ressourcen. Ansonsten, ja, mach, worauf du Bock hast. Ich glaube, du hast ja jetzt eh erstmal 15 Samen. Bekomm Pastinakensamen, dann legen wir für dich einfach mal ein neues Feld an. Und ich glaube, wir können nochmal eine Ladung Brokkoli kaufen. Ich glaube, Brokkoli braucht 10 Tage. Und dann sind wir am Tag 28 und dann wär's das. Perfekt. Schau mal, wir haben hier unser Feld. Hm? Ja, du hast jetzt, kannst jetzt ja einfach mal ins Menü gehen und beziehungsweise auf diese Samen klicken, genau, und dann kannst du die auf dem Boden verteilen. Düngen wäre. Ah, stimmt. Ja, sorry, mein Fehler. Warte mal ganz kurz, bevor du weitermachst. Ich vergesse das immer wieder mit dem Dünger. Wo ist denn der in welcher Kiste? Rechts. Zack, 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 zack. Die vier kannst du auf jeden Fall schon mal legen hier. Dann die drei hier noch, genau. Siehst du ja die ganzen Körner. Hast du noch? Das waren jetzt alle, oder? Ja. Okay, perfekt. Dann ist der nächste Schritt, genauso wie am frühen Morgen, Gießkanne nehmen. Gießen. Werden deine ersten Pflanzen? Genau. Ein paar Tagen kannst du die abernten. Okay. Ich glaube, 5 Tage sind ein paar Snips. Oder Pastinaken. Hat schon jemand
Blumenkohl geholt? Nee, noch nicht. Na, dann hole ich nochmal eine Ladung. Ich glaube, das dürfte sich perfekt ausgehen. Upsi. Das sind ja 28 Tage. Ich hab Feld reingemacht, also. Oh, jetzt kommt hier eine Zwischensequenz, okay. Ah, jetzt kommt Morris. Oh, die Grünhaarige! Yay! Hey, ich habe endlich alle Leute begrüßt. Yay. Also, jetzt sind wir alle da drin. Echt? Bullshit. Nein, 12 Tage, verdammt! Dann müssen wir das anders anpflanzen. Pflanzen wir Kartoffeln an. Würde ich sagen. Ja, klar. Ladung Toffeln. Wo ist denn meiner? Hä? Hm? Ich hab... Ach doch, da hinten. Ich bin komplett blind schon. Danke. Wie weit geht denn die Vogelscheuche? Sieht man das? Nein, leider nicht. Warte mal, ich habe vorhin irgendwas gelesen von 6x8 Feldern oder so. Kann das sein? Ja, ich muss sie nur herstellen, also passt schon. Wenn, dann sind es gleichmäßig, also 6x6 oder 8x8. Ja, nee, passt. Wie gesagt, ich schmeiße sie einfach wieder ins Lager rechts rein. Ich muss sie ja nur herstellen. Okay. Dann setzen wir sie ein, sobald wir sie brauchen. Sobald wir mehr Felder haben. So sieht's aus. Gut. So, Dünger habe ich hier noch, gut. Wir haben es jetzt 15 Uhr, ich lege mich kurz auf... Tank mal kurz Energie und dann gehe ich noch ein bisschen angeln. Hier, Sascha, pflanz an, ich gieß. Geh aus dem Weg, sonst will ich es dir die ganze Zeit geben. So, nochmal 9 Stück. Lass mich! So, passt. Das ist Powernapping, was ich hier mache, Nico. Dadurch lädt sich halt deine Energieleiste wieder auf. Ja, ein bisschen zumindest. Ja, wenn du dich eine Stunde hinlegst, auf jeden Fall. Da geht ordentlich was. So, wie machen? Was soll ich mit meinem Fisch machen? Verkaufen. Cool. Rechts neben dem großen Hoch. Und was ist Haus? Fiber? Fiber sind Grasfasern. Die bitte in die Kiste packen, wo auch die anderen schon drin sind. Also du kannst das Ding auch auf Deutsch umstellen. Mhm. Hab ich zum Beispiel getan. Hab ich auch. Werde ich jetzt so machen. Ganz normal, wenn du dann auf E drückst, hast du rechts den Controller für Optionen. Kann man das in- Falls du den Fisch noch hast, hier oben ist die Verkaufstruhe. Ah, okay. Geiler Sound. Ich glaube, ich muss sie gleich jemandem im Kopf einschlagen. Mit dem Deckel der Truhe. Kann ich es aber nicht umstellen. Na? Nein, ich dachte, ich glaube, das geht nur im Hauptmenü. Naja. Gehen wir angeln? Na, hallo. Magst du mitkommen? Wir schauen mal eine Runde mit, dass ich den Weg mal ein bisschen kenne. Also wir können jetzt wieder runter ans Meer gehen. Wir könnten aber auch an See gehen, aber damit du den Weg dir merkst, lass uns zum Meer gehen. Schon mal ganz nice aus. Ich glaub, das dürfte richtig. Ich hab gesagt, dass wir morgen wieder in Dungeon gehen, oder? Also Mine. Jo. Warte mal, ich schau mal einen Wetterbericht an, ob es morgen regnet oder nicht. Es regnet nicht morgen. Also erstmal gießen. Wir können doch die anderen ins Boot. Die angeln ja sonst nur den ganzen Tag.
muss noch irgendjemandem ein Geschenk machen. Ich schenke irgendjemand ein Stückchen Holz. Solange es nur eins ist. Ja, nee, alle 500. Okay. Nach unten. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Kommt ja, am langsam? Anfang ist es echt ein bisschen tricky. Du musst halt wirklich Geduld haben. Bis dieses scheiß Ausrufezeichen kommt, dann dieser signifikante Ton ertönt. Und ich warte immer so eine halbe Sekunde. Also immer erst, wenn der Ton zu Ende ist, wenn das Ausrufezeichen wieder verschwindet, erst dann drücke ich die Maustaste. Also ich flog schon mal im Bett drum. Ja, wir müssen auch gleich zurück, Nico. Das wäre cool. Warte kurz, ich habe noch einen Fisch an der Angel. Mann, beeil dich, ey. Perfekt. So. 53 cm Hering. Anfänger. Nur, dass der halt einen Angler. Goldenen Stern hat und extrem viel Kohle bringt. Anfänger. Auf 10 Minuten? Entschuldigung, ich wollte dich nicht beim Wichsen stören. Ich habe die extra schon gegen die Wand gelehnt, damit keiner sieht. Und dann sowas. Hey, Levels, ich kann Sprinkler bauen. Ich kann jetzt hier. Ich hab 3000! Angelstufe Nummer 5. Ich nehme jetzt diesen Fallensteller, da brauchen wir wirklich nur noch Kupferbahn statt Eisenbahn. Ich glaube, wir bauen demnächst ein paar Sprinkler auf, würde ich behaupten. Ja, definitiv. Aber die einfachen bringen nur 4 Felder. Ja, trotzdem besser als gar nichts. Like some rebels.